Müsste gehen, ne? Ich würde sagen, das sieht gut aus. Ja. Perfekt. Moin zusammen. Ich bin hier mit Marco im schönen Isselburg. Und zwar ist das der zweite Anlauf. Den ersten haben wir versucht über Webex und das ist ziemlich in die Hose gegangen. Deswegen habe ich gedacht, komm, setze ich mich ins Auto, fahre mal hier hin. Bei Bienen, bei Blümchen, bei seinem tollen Mate. Und sage ich erstmal Hallo Marco. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier bist. Und eigentlich ist ja live auch viel schöner. Warum soll man alles per Internet machen? Ist natürlich ein Riesenaufwand von der Fahrerei her. Ja, absolut. Aber ja, nur was tut man nicht alles, ne? Ist mir persönlich auch egal. Da steht ein Diesel, den seht ihr jetzt alle nicht. Der wird seit meinem Jobwechsel vor einem halben Jahr nur noch einmal die Woche für 4 Kilometer zum Einkaufen bewegt. Der freut sich wegen ein bisschen Auslauf und hier ist es doch richtig schön. Ich hoffe, dass der Wind uns den Ton nicht verhagelt, aber das werden wir nachher sehen. Aber kommen wir doch mal zu dir. Du bist augenscheinlich Imker. Ja, wir Imkern. Wir haben, ich sag mal, eine mittelgroße Erwerbsimkerei am unteren Niederrhein. Daher kann man auch sehen, ist hier alles relativ flach und platt. Wir haben also keine Berge. Aber nichtsdestotrotz kann man hier eigentlich ganz gut leben und auch arbeiten. Ich habe schon gesagt, eben auf dem Weg hierhin, es sieht ein bisschen aus, als wären wir an der Nordsee. Da war ich letztes Wochenende erst, auch alles platt. Auch von den Gebäuden her richtig wunderschön. Ganz weit ist es nicht. Also wir fahren zum Angeln oft rüber, mal eben morgens hin und dann abends wieder zurück. Also praktisch. Kann man gut machen. Sehr praktisch. Ja, ich kann besser zur Nordsee hier nach Holland fahren, als in Deutschland irgendwo zur See. Das ist deutlich kürzer. Ich bin auch, auch zum Angeln gewesen in der Nordsee. War aber ein völliges Desaster, das Schnitt. Wie bist du denn vom Imker zum Metmachen gekommen? Meine, so weit ist der Schritt ja nicht, aber irgendwie muss man ja anfangen. Der Schritt ist gar nicht weit. Vom Prinzip her, unsere Firmenphilosophie besteht also darin, dass wir gesagt haben, wir machen alles selber. Das, was wir machen, machen wir und das, was wir zukaufen müssen, das lassen wir also sein. Ich möchte also keine vorgefertigten Produkte irgendwo aus der Industrie haben, sondern wir machen alles selber. Und relativ schnell, wenn man viel Honig produziert, bleibt jede Menge Honig über, der so ohne weiteres nicht vermarktungsfähig ist. Zum Beispiel, wenn wir jetzt so einen Honig schleudern, da kommt immer Luft rein während der Schleuderung. Wir lassen den eine Nacht lang stehen, damit die Luft sich oben als Schaum absetzt. Dieser Schaum ist nichts anderes als Honig gemischt mit Luft, aber ich kann ihn nicht in ein Glas füllen und verkaufen, der bleibt halt über. Am Anfang ist das noch ganz witzig, wenn man da 3 Gläser im Jahr hat, da kann man die einfach aufessen, dann isst man die so als flüssigen Mausespeck vom Imker, das geht eigentlich ganz gut. Aber spätestens, wenn dann so die ersten 28 Kilo einmal da rumstehen und dann sind da mal 10 Stück, dann machst du dir Gedanken, was machst du denn jetzt eigentlich? Ja, ich denke, irgendwann kommen auch die Bekannten an und sagen, nee, nicht schon wieder Honig für aufs Brot, nee, so, danke. Genau, und wie gesagt, wir machen es ja auch ein bisschen in einer etwas größeren Menge und dadurch ist irgendwann so viel angefallen, dass wir uns überlegt haben, wie können wir diesen Honig dann halt einfach, ich sag mal, auch noch gewinnbringend vermarkten, weil wir letzten Endes ja auch irgendwo wirtschaftlich arbeiten müssen. Die Variante 1 ist, man geht hin und gibt den Bienen diesen Honig zurück. Der Ansatz ist gut vom Prinzip her. Das Problem, was wir haben bei gewissen Sorten Honig, die hier entstehen, man kann jetzt sehen, hier ist im Moment, außer unserer Blumenwiese, ist hier nichts. Hier ist im Frühling rundherum Raps. Das heißt also, die Bienen bringen über 3-4 Wochen lang große Mengen Rapshonig rein. Wenn ich da den Abschöpfhonig nehmen würde und gebe denen das zurück, dann wird er innerhalb von ein paar Tagen hart in den Zellen. Mhm. Die Biene versteht das nicht. Die Biene ist nicht darauf ausgelegt, dass der Mensch irgendwo große Flächen mit ein und derselben Blütenart anlegt. Die würde eigentlich immer lieber einen bunten Honig mischen. Der würde nicht hart werden, nicht so schnell hart werden. So, und dieser harte Honig ist im Winter für die Biene ein Todesurteil, weil sie den nicht wieder aus den Waben rauskriegt zum Essen. Die müsste dann Wasser holen, das geht bei Minusgraden nicht. Also lassen wir das sein, geben den nicht da rein und geben den von uns ein angemischtes Futter. Ist auch nur reiner Zucker, aber da wissen wir die Zuckerart und wir wissen, das Zeug wird nicht hart. Mhm. So, wir wollen halt so ein bisschen kontrollieren, wie der Mensch so ist. Ne? Man muss das, was man quasi ruiniert hat durch die Monokultur, auch wieder ein bisschen gerade biegen. Ne? Genau, wir gleichen die Monokulturen zum Teil aus, indem wir mit unseren Bienen einfach den Blumen hinterherfahren. Wir fangen hier im Frühling an mit dem Raps. Da fahren wir in die Obstplantagen, da gibt es dann Äpfel, Birne, Pflaume, Kirsche.
Dann geht es irgendwann weiter in die Akazie. Dann haben wir noch Lindenhonig und Edelkastanienhonig. Mhm. Einen Waldhonig machen wir manchmal auch, wenn die Natur ihn gibt. Übers Jahr gesehen haben sie dann halt doch wieder eine gewisse Mischung. Ne? Nur die Sortenhonige sind für uns als Imker wertvoller, das muss man einfach so sagen. Ja, ist ja auch für den Kunden mehr oder weniger ein Mehrwert, wenn draufsteht Linde oder Kastanie oder genau. Raps, anstelle ja. von einfach Blütenhonig. Genau. Wobei nichts gegen Blütenhonig. Macht auch einen tollen Met. Gerade wenn ihr mit dem Metmachen anfangt, ist Blütenhonig eine tolle Wahl. Ja. Also Blütenhonig ist, ich sag mal, das Mittel der Wahl. Also ich würde mich am Anfang beim Metmachen jetzt nicht unbedingt an einen Waldhonig halten wollen. Nein. Oder an einen Blatthonig, weil das einfach eine Sache ist, die ist doch schon speziell. Da sollte ja. man wissen, was da passiert. Könnte auch direkt in die Hose gehen. Also genau. damit ja. nicht anfangen. Ich würde am Anfang auch wirklich mit einem günstigeren Honig anfangen. Da ist der Blütenhonig der günstige. Der muss natürlich vom deutschen Imker kommen, ganz wichtig. Aber das ist halt der günstigen Blütenhonig, ein Frühlingshonig oder ein Sommerhonig, den kann man wohl ganz gut nehmen, das funktioniert. Und unterstützt die deutsche Imkerschaft. Ja. Die können es gebrauchen, die haben es im Moment nicht einfach. Macht das. Also bevor ihr zu einem Discounter-Honig greift, nicht jeder Discounter-Honig ist per se schlecht, aber ich habe jetzt neulich erst recherchiert nach Preisen und ich habe tatsächlich für ein 500-Gramm-Glas beim Discounter hätte ich 1,70 Euro zahlen müssen. Überlegt euch, was da drin ist, ob es das wert ist. Geht zu einem Imker, kauft deutschen Imker-Honig und für ein paar Gläser macht euch das nicht an. Im Gegenteil. Dieser günstige Honig wäre für uns Imker eigentlich gar kein Problem. Das ist halt einfach eine Marge. Nicht jeder kann so viel Geld für ein Glas Honig ausgeben und kann sagen, ich kaufe den in Deutschland. Wo wir ein Riesenproblem mit haben, das ist nun mal im Rahmen unserer Globalisierung mittlerweile, ist, die Honige, die so günstig verkauft werden, die werden irgendwo unter, ich sag mal, zwielichtigen Bedingungen produziert. Ich möchte nicht wissen, wie der Mensch, der diesen Honig tatsächlich produziert, dafür entlohnt wird. Das ist die eine Geschichte, ja. dieses soziale Gewissen. Was aber hier bei uns, was uns richtig Probleme macht, ist, wir importieren mit dem Honig der ganzen Welt auch alle Bienenkrankheiten dieser Welt. Und unsere Biene in Deutschland kann sich dagegen nicht wehren. Ja, wir haben in Deutschland ganz, ganz strenge Richtlinien, wie wir unsere Bienen bei Krankheiten behandeln dürfen. Mhm. Und zum Beispiel die amerikanische Faulbrut, die wird mit Honig eingeschleppt. Das ist also eine Bienenseuche. Da haben wir in Deutschland ein Riesenproblem. Wir können uns dagegen nicht wehren. Das ist in Deutschland eine Bienenseuche. Da kommt der Veterinär raus und unter Umständen zündet er dir alle Völker an. Dann wird das abgebrannt. Dann war es das, damit dieser Seuchenherd eingedämmt wird. In dem Rest der Welt sind die Durchseuchungsraten teilweise so hoch, dass da wirklich mit aggressiven Medikamenten gearbeitet wird, wobei dann auch wieder Rückstände im Honig bleiben. Ja. Also man kauft mit diesem Absolut. Billigen Honig auch immer Rückstände. Das ist einfach so. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum Bienenkrankheiten ein Thema sind, wenn ihr euch günstigen Honig kauft, ganz einfach, ihr macht das Honigglas auf, ihr macht das Honigglas irgendwann leer und das Glas kommt dann meistens mit Honigresten noch in den Altglascontainer. Und ihr dürft raten, wer die Reste von Honig da findet, beziehungsweise aufspürt, findet und in den Bienenstock trägt. Genau. Bei der Biene ist es also so, das ist nicht so wie bei der Wespe, die geht nicht auf alles Süße und die fliegt auf ein Stück Kuchen auf den Tisch, sondern die Biene ist spezialisiert auf Honig. Und wenn ich irgendwo einen Tropfen Honig, gerade jetzt zu dieser Zeit, wo es nicht mehr gibt, nichts, wirklich nichts mehr Natürliches zu futtern gibt, einen Tropfen Honig irgendwo hinpacke, die kommen sofort. Und so ein Glascontainer ist ruckzuck ein Krankheitsherd, ja, den man nicht unbedingt haben möchte. Aber dann kommen wir mal zum Met. Was hast du denn hier Schönes mitgebracht? Drei Sorten sehe ich. Wir haben drei verschiedene Sorten. Wir haben am Anfang immer gesagt, wie wir angefangen haben, Met zu machen. Ich denke, Honig und Wasser ist ein bisschen langweilig. Man wollte auch noch ein bisschen was anders haben. Ich musste mich ja auch übers Internet und Bücher und überall schlau machen. Und dann hat man so gewisse Sachen ausprobiert, unter anderem dann auch mit Apfelsaft. Daraus sind bei uns drei verschiedene Sorten entstanden. Wir haben also einmal unseren Klassik-Honigwein hergestellt. Da ist dann tatsächlich Apfelsaft drin. Da ist gar kein Wasser drin. Den mache ich komplett mit Apfelsaft und Honig. Das Ganze, als nächstes haben wir unser Wikingerblut, das ist mit Sauerkirschsaft und Honig. Und dann haben wir jetzt neu, seit, ich glaube Anfang des Jahres, haben wir jetzt tatsächlich einen richtig echten Met, so wie er
von unserem Veterinär als rechtlich in Ordnung hergestellt. Ja, es gibt Met und es gibt deutsch gesetzkonformer Met. Ja. Ne? Also jeder, der sich mal mit Lebensmittelproduktion und mit Wein und Met auseinandergesetzt hat, der kann da ein Lied von singen. Wir werden oft kontrolliert, manchmal zu Unrecht bemängelt, aber gut, muss man mitleben. Ja, ich finde das auch ehrlich gesagt schlimm. Also wenn man seinen Met im Internet vermarktet oder generell vermarktet als Imker, wird man kontrolliert. Aber ich sehe auf Mittelaltermärkten teilweise große handgeschriebene Schilder mit Hanfmet oder Erdbeermet oder was auch immer. Und das geht da quasi unter der Ladentheke weg. Weiß der Geier, was drin ist. Hier wisst das, da wisst das nicht. Was genau nicht heißt, dass da grundsätzlich alles schlecht ist. Aber ihr solltet im Zweifel fragen, was drin ist. So, womit möchtest du denn anfangen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin gerade am Überlegen, ob man das irgendwie hinkriegt mit mild zu stärker. Ich glaube, am intensivsten ist später der Met mit der Sauerkirsche. Da würde ich dann zum Schluss ansetzen. Genau. Und dann müssen wir uns jetzt unterscheiden. Dann machen wir jetzt erst das, was du nicht so gerne magst, mit dem Apfelsaft. Quatsch, das ist dieser. Gott sei Dank, mit dem Apfelsaft. Ja. Und dann gehen wir auf den normalen Met und dann können wir dann anschließend auf die Sauerkirsche rübergehen. Dann fangen wir hiermit an. Ich halte das auch gleich mal, ich blende auch gleich mal hier oder da irgendwo noch das Etikett ein. Honigwein mit Apfel. Ja. Na dann. Habe ich früher auch gemacht. Ja, wie gesagt, ich fand halt Wasser zu langweilig am Anfang. Aber jetzt muss man sagen, wenn man sich so ein bisschen darauf spezialisiert hat und das öfter mal macht, dann muss man sagen, wenn ich Wasser und Honig nehme, dann kann ich halt noch genauer auf den Honig eingehen. Ne? Ja. Ich merke halt jede Honigsorte. Ne? Vielleicht ist es hier auch Zeit für ein kurzes Geständnis meinerseits. Es gibt einen französischen, richtig guten Methersteller, der setzt seinen Met grundsätzlich mit Apfelsaft an. Und der ist super. Der ist einfach nur super. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben dann jetzt auch nicht einfach irgendeinen Apfelsaft genommen, sondern wir haben dann tatsächlich einen Apfelsaft genommen, der aus den Äpfeln entsteht, die unsere Bienen im Frühling in den Obstplantagen bestäuben. Also der Kreis ist schon da irgendwo. Ne? Der Kreis schließt sich. Bei Sauerkirsch klappt es nicht, weil da haben wir hier einfach keine großen Produzenten in der Nähe. Aber bei unseren Obstplantagen, da sind wir eigentlich gerne gesehen. Laufen auch Versuche mit Rhabarber, aber da bin ich noch nicht ganz so. Ja, ich habe es mitbekommen. Da ist die Säure ein Problem. Ne? Nee, die ist nicht. Jetzt weg. Die ist weg. Die ist also in den Flaschen, innerhalb von einem halben Jahr ist die, keine Ahnung, wo sie hin ist. Aha. Also ganz ohne Säurefällung, einfach. Weg. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Der war am Anfang, war wirklich, ich sag mal, hier sagt man grietsauer und hab den halt ein halbes Jahr stehen lassen. Dann hattest du mir ja dieses Zeug gegeben, um die Säure ein bisschen zu neutralisieren. Ja. Und letzten Endes brauchte ich gar nicht. Ich habe es trotzdem reingetan, da wart gar nichts mehr. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Irgendwas muss da passiert sein. Ja, ich weiß nicht warum. Ja, so, ein Honigwein mit Apfel. Ja. Gewaltig süß. Aber ich finde immer, zu einem Honigwein, wenn da nichts Süßes ist, dann... Er ist süß, ja. Aber er ist nicht zu süß. Ich habe den einfach so nach meinem Geschmack gemacht. Ich habe dafür Kunden, die ihn gerne haben wollen, die ihn gerne trinken. Und daher, ja, macht man den halt. Ja, nee, ist richtig schön. Richtig schönes, ja, blumiges Aroma. Jetzt kommen natürlich direkt die Wespen, sobald wir die Flasche aufhaben. Ich halte mal die Hand drauf. Wespen, Bienen, alles da. Fällt gerade ein. Also eine vierte Sorte haben wir ja auch noch im Angebot. Das ist aber dann zur Weihnachtszeit. Da gibt es dann unser Wikingerblut auch noch als Glühwein-Variante. Wobei ich da keinen Teebeutel reinhänge, sondern wir vergären dann wirklich mit Orangenschalen und Zitronen und allem drum und dran. Mit Zimt und Sternanis und alle solchen Sachen. Und wir haben den jetzt im letzten Jahr das erste Mal tatsächlich auch auf dem Weihnachtsmarkt heiß anbieten dürfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also war der Renner, hat richtig Spaß gemacht. Das wir waren also innerhalb von ganz kurzer Zeit ausverkauft. Wir produzieren ja jetzt nicht im 1000-Liter-Bereich, sondern wir haben ja 100-Liter-Fässer und da machst du mal eins oder zwei. Ne? Ja. Ich glaube, das spricht sich aber auch schnell rum, wenn auf dem Weihnachtsmarkt plötzlich ein Stand steht, der
das anbietet, was viele andere auch anbieten, heißen Met, aber der eben nicht schmeckt wie irgendwas Süßes mit einem Teebeutel drin, sondern genau, wo man schmeckt, da hat sich jemand Mühe gegeben. Ne? Ja. Und vor allen Dingen, finde ich, wird also jetzt auf unseren Märkten hier wieder verstärkt darauf geachtet, dass tatsächlich auch lokal produzierte Sachen verkauft werden und nicht, dass irgendwo ein Wiederverkäufer auftaucht, der kauft sich irgendwo, ne, in Fernosten LKW voll T-Shirts und vermarktet die hier auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Also der Imker gehört für mich von klein auf an eigentlich immer auf den Weihnachtsmarkt. Das war einfach so. Ne, das gehört die, dazu. Ob das ja die Kerze war oder der Honig oder wie auch immer. Für uns ist da teilweise richtig Terminstress, weil wir dann jedes Wochenende irgendwo anders sind, manchmal zweimal, dreimal, je nachdem. Aber gut, wir müssen halt auch irgendwo unsere Produkte vermarkten. Wir haben dann auch relativ viel davon und deswegen ist das schon alles gut so, wie es jetzt läuft. Also ich finde, es läuft in die richtige Richtung. Ja. Und es wird nicht langweilig. Ne? Genau. Ja, nicht langweilig ist auch hier genau das Stichwort, wirklich richtig schön. Bleibt auch lange in Erinnerung, beziehungsweise lange am Gaumen da. Und das typisch Muffige, was Apfelsaftmet oft hat, hat er nicht. Da ist vom Honig her, habe ich da jetzt einen Waldblütenhonig genommen. Da war zum Teil noch ein bisschen Edelkastanie mit drin. So ab und zu, ich finde, ich habe die in meiner Nase. Also ich kriege mal den so. Ich hab so eine ganz, ganz leichte, bittere ist das falsche Wort, so eine ganz leichte herbe Note. Dann ist das die Kastanie, ja. Und dieser eigentliche Geruch von der Kastanienblüte, der erinnert ja schon fast an Parfüm. Das ist ja wirklich so intensiv. Da muss man mal so ein bisschen vorsichtig sein. Gut, so. Gut. Dann wollen wir uns steigern. Ne? Ich mach die nächste mal auf. Komm, mach du die nächste auf. Genau. So. Hier haben wir unseren richtig echten deutschen Met. Auch den halte ich gleich mal in Nahaufnahme irgendwo hier wieder rein. Ja, klar. Ja, Besucher. So. Ja, da sind übrigens alles Wespen, unsere Bienen machen nichts. Kann ich bestätigen. Hätte ich alles hier. Wespen, ausnahmslos. Hätte ich mal nichts gesagt. Ja, gut. Auch die Wespe in der Tarnkappe da. Ja. So, den drehen wir mal wieder zu. Dann zum Wohl. Ich hoffe, ich habe nicht alles verkehrt gemacht, wenn der Fachmann da ist. Ja. Mit Sicherheit nicht. Zum Wohl. Also so eins zu eins probiert, muss ich sagen. Hier merkt man, dass Säure fehlt. Ne? Also da ist ja keine Säure reingebracht. Da ist nur das, ist halt einfach Honigwein. Ne? Ja, es ist weniger Säure drin. Aber ich kann nicht sagen, dass welche fehlt. Also es ist. Ne? Das ist ja, wie gesagt, Geschmackssache. Absolut. Ich finde immer, wenn beides ein bisschen da ist, ist man eine schöne Sache. Wir überlegen uns nochmal, ob das wirklich eine gute Idee ist, sowas am Bienenstand zu machen. Also beim nächsten Mal. Ja, ich wollte schon sagen, das ist hier wirklich trinken unter erschwerten Bedingungen. Also ich würde sagen, ab der zweiten Flasche ist das ein lebensgefährliches Unterfangen. Ja, einfach schlucken. Aber so geht's. Ja. Nee, also er hat weniger Säure als der Met mit Apfel, ist ja völlig klar. Aber ich finde es nicht zu wenig. Und gerade wenn der mit den jetzt ein Jahr im Keller versenkt und stehen lässt, der wird etwas mehr reifen. Die werden mit der Zeit ja auch immer ein Tick weniger süß. Und da wäre mir dann in dem Apfel vielleicht zu viel Säure drin, während in dem normalen dann das Säurelevel genau richtig ist. Aber auch hier muss ich sagen, süß, aber nicht übersüß. Also wirklich eine angenehme Süße. Haben Sie gut gemacht, junger Mann. Ich würde es ja gerne leer trinken. Das Problem ist, ich muss noch mit dem Auto wegfahren. Ich würde da jetzt... ist eine Schande, aber ich würde ja, ein bisschen was... Habe mir gerade das Gleiche gedacht. Ich, wir können das ja rausschneiden. Nee, das lassen wir drin, weil ein guter Freund von mir opfert grundsätzlich einen Tropfen den Göttern. Ja, dann brauchst du sagen, hier, das geht hier den Bienen. Wir opfern hier den Bienengöttern. Ja. Beziehungsweise den Wespengöttern. Jetzt muss man ja auch dazu sagen, welche Uhrzeit wir haben. Wollen wir jetzt wirklich sagen, dass wir noch nicht mal 10 Uhr haben? Morgens. Ich glaube, das sagen wir besser. Oh, wir haben schon fast 10 Uhr morgens. Alles wir gut. Wir schieben es aufs Wetter. Sie haben gleich Gewitter gemeldet. Wir müssen sehen, dass wir fertig werden. Wir wollten es zu späterer Stunde machen. Aber so, ich stelle mal die angespannten Flaschen auch schon mal runter. Dann im Namen der Wissenschaft und im Namen von YouTube musste es jetzt sein. Ja. So, und komm, die nächste ist wieder für dich. Machen wir schnell noch den letzten auf. Hier haben wir unser neben Blut. Wespen im Gesicht. Haben wir hier Wikingerblut, Honigwein mit Sauer,
mit Sauerkirsche. Auch da kriegt er gleich wieder ein Etikett, nah zu sehen. Also ich würde ganz gerne mal die Community fragen, wie viele Leute den Begriff Wikingerblut kennen. Gerade die, die Met trinken. Ich habe da einen Disput mit unserem Lebensmittelkontrolleur. Und da haben wir also das Problem, ich habe also ein Gutachten über dieses Wikingerblut zurückbekommen, in dem dann behauptet wird, also Wikingerblut ist ein reiner Fantasiebegriff, dürfte ich unter dem Namen nicht verkaufen, weil wird ja keiner kennen. Also ich habe mal das Internet aufgemacht und habe ungefähr 1000 andere Anbieter gefunden. Ja, und habe dann auch gesagt, ich sag, kann nicht wahr sein. Ne? So, dann mussten wir dann aufgrund dessen, mussten wir dann unser Etikett wieder ändern. Da steht dann jetzt drauf Honigwein mit Sauerkirsche. Das musste dann also nochmal wieder extra zusätzlich drauf. Ja. Ist jetzt kein Problem, wir drucken unsere Etiketten selber. Aber jetzt mal angenommen, ich hätte mir irgendwo 2000 Etiketten gekauft, um die Flaschen damit zu bekleben. Hätte ich jetzt schon wieder ein Problem. Die geht da raus. Wespen können schwimmen. Gut. Bienen nicht, die ertrinken. So. Ja, ich gebe die, gebe die Frage einfach mal an meine Zuschauer weiter. Schreibt mir bitte in die Kommentare, kennt ihr den Begriff Wikingerblut? Also ich kenne es nicht anders. Es wird halt einfach schon immer darunter vermarktet. Und, und wenn ihr den Begriff kennt, kennt ihr das eher als Met mit zugegebenem Kirschsaft oder kennt ihr das als Met, nein, als Honigwein, der mit Kirschsaft zusammen vergoren wurde? Also wir machen die zweite Variante, da wird im Nachhinein nichts mehr gemischt, sondern wir vergären tatsächlich vom Tag 1, von Minute 1, direkt mit dem Kirschsaft. Ich finde das einfach schöner. Weil wenn man andere Honigweine mit Sauerkirsche sieht, die sind ganz oft vom Alkoholgehalt sehr weit unten, weil halt im Nachhinein einfach Saft reingekippt wird. Und unsere schwanken, das ist halt natürlich, dieser hat jetzt irgendwie 10,8 oder so. Ich habe es auch schon bis fast 15 gehabt. Also wenn man dann eine Bordeaux-Hefe nimmt oder sowas, die geht dann schon. Die geht dann durch richtig. Bis, oder bis Portwein ist noch besser. 14-16%. So, die habe ich auch schon gehabt. Da hast du so nach einer Flasche, hast du alle Lampen an. Dann lohnt sich dann auch, ja. Ja, aber es ist so schon eine Portion fürs Bett. Ne? Auf der Bettkante trinken, rückwärts umkippen, fertig. Genau, es ist ja auch was zum Genießen und nicht zum, wie wir es jetzt hier machen, trinken und nachher Auto fahren. Aber wie gesagt, jeder kriegt nur einen kleinen Schluck. Und was zum Thema Wikingerblut und Saft dabei kippen, man auch noch vielleicht sagen kann, das, was ihr so im Supermarkt kriegt von zwei namhaften Herstellern, die jetzt hier nicht genannt werden sollen, guckt mal aufs Etikett, das hat teilweise, da hat der Met 6-7%, glaube ich, also Met in Anführungsstrichen. Da wird nämlich tatsächlich Met genommen und es wird Kirschsaft dazugekippt. Ja, und das finde ich einfach nicht gut. Und da wir ja nicht irgendwie konservieren können oder wollen oder wie auch immer, habe ich einfach viel zu viel Angst, wenn ich mit dem Alkohol so weit runtergehe, dass mir immer in die Flaschen oder Ohren fliegen. Ja, richtig. Also ich habe da mal so ein Erlebnis gehabt mit einem selbstgemachten Blaubeerwein. Das willst du nicht. Also ich habe die ganze Küche renoviert, das war nicht witzig. Ne? Ich glaube, das Erlebnis haben viele schon mal gehabt und wenn auch nur aus zweiter Hand, dass irgendwann mal doch etwas nachgegoren ist. Ja. Habe ich auch einmal gehabt, ich weiß bis heute nicht warum, aber das ist eine Geschichte für ein anderes Video. Komm, wir probieren es mal, bevor die Bienen verrückt werden. Bevor gleich nichts mehr da ist. Also das ist so meins, das ist so, also es gibt den Begriff optimal, nicht nur ein bisschen, sondern für mich ist das optimal. Das ist mein Geschmack, das muss so sein. Also ich, da mache ich auch nichts mehr dran, das bleibt so, das Rezept. Nein. Also das ist, also ich habe natürlich wieder das Problem, dass er mir persönlich zu süß ist, aber mir ist persönlich fast alles zu süß. Aber er ist rund, die Kirsche passt super da rein, die Kirsche verdrängt den Honig nicht, der Honig verdrängt die Kirsche nicht. Auch hier kann ich sagen, richtig schöner Met. Ich freue mich, heute hingekommen zu sein. Ja, guck, dann nimmst du gleich die letzten Flaschen Met, da kannst du heute Abend noch weitermachen. Ja, dann kann ich heute Abend noch ordentlich weiter studieren im Namen der Wissenschaft, falls ich das überlebe heute hier. Ach ja, so schlimm ist das nicht. Wobei man sagen muss, an Wespenstiche habe ich mich auch noch nicht gewöhnt. Also ich habe jedes Jahr wirklich mehrere hundert Bienenstiche, das ist kein Problem. Da tut einmal kurz weh, dann ist das wieder weg. Aber mich hat vor, ich weiß, 4-5 Tagen oder was, eine Wespe getroffen, die ist mir irgendwie in den Ärmel gekrabbelt. Da sind ja Schmerzen, das ist ja ein Nahtoderlebnis. Also mein persönlicher Rekord liegt bei 8 Wespenstichen direkt hintereinander.
Und ich habe in meinem ganzen Leben erst einen einzigen Bienenstich gehabt. Das ist, andersrum wäre es mir auch lieber gewesen, also mit viel Abständen zwischen den 8 Stichen. Aber machst du nichts, ne? Die meisten Bienenstiche, muss ich ganz ehrlich sagen, die kriege ich zu Hause auf der Couch. Ja, du bist gar nicht hier? Nein, du bist hier am Wuseln, irgendwo krabbelt dir eine Biene in eine Tasche oder in den Hosenbein und dann sitzt sie auf dem Socken oder was, merkst du gar nicht. Und dann sitzt du zu Hause auf dem Sofa, so, jetzt Kaffee trinken, setz dich hin, drückst drauf, paf, Treffer. So ist eigentlich der normale Werdegang. Also Bienen richtig aggro werden, das haben wir eigentlich nicht. Das ist bei Gewitterstimmungen, da sagen die einem rechtzeitig Bescheid, lass das mal heute, geh mal woanders hin. Das ist okay, aber das ist wirklich so richtig. Und wenn wir Völker dabei haben, die wirklich, ich sag mal, eine gesteigerte Leistungsfähigkeit an den Tag legen, dann werden die bei uns relativ schnell aussortiert. Mhm. Ja, also wir haben ja jetzt die Möglichkeit, aus einer großen Zahl von Völkern immer nur die sanftesten, aber zumindest die gesündesten Völker auszusortieren und man muss mit denen arbeiten können. Und nur davon wird dann auch nachgezogen. Wir ziehen ja unsere Königinnen alle selber. So ein paar stehen da noch, das sind die letzten paar in ihren Hochzeitssuiten. Ich wollte sagen, ich habe da was gesehen. Vielleicht können wir das gleich nochmal zeigen. Dann genau. Schneide ich das noch ein bisschen zusammen und zeige euch das. Also wir können ja als Vorschlag die Honigweingeschichte, wenn die zu Ende ist und wer danach weiter gucken möchte und möchte sich mal die Bienen angucken, dann gehen wir da noch eben durch. Dann könnt ihr euch mal so ein Volk angucken. Wer danach weiter gucken möchte? Was ist das für eine Frage? Ja, das ist ja nun mal ein Kanal, der um Met geht. Meine, wir sind hier am Ursprung alles Mets. Ja, das ist, will sagen, natürlich guckt ihr weiter. Wir machen hier gleich einen Cut und wir gucken uns einfach mal ein bisschen um. Ich zeige euch einmal das Gelände hier, beziehungsweise die Bienenstände und wir gucken auch mal rein. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Ja, und ich freue mich immer über Gäste und vor allen Dingen, wenn sie so angenehm sind und wenn man dann dabei auch noch einen Schluck Met trinken kann, dann ist ja eigentlich die Welt perfekt. Waren sogar 3 Schluck Met. 3 köstliche Schlücke, ich weiß nicht. Und also der Weg hat sich jetzt schon gelohnt. Ich freue mich, dass wir uns hier jetzt noch ein bisschen umgucken und noch ein bisschen fachsimpeln und quatschen werden. Aber das muss ich euch nicht alles antun, beziehungsweise wir müssen euch das nicht alles antun. Die schönsten Augenblicke fangen wir mit der Kamera ein. Das kommt natürlich alles noch hier im Anschluss. Dann sagen wir schon mal ciao. Tschüss, bis demnächst. Und dann kriegen die nach ein paar Tagen so eine fertige Königin dazu. Die würden sich auch selbst eine machen, dann bin ich aber aus meiner Zuchtlinie raus. Ich möchte schon ganz gerne wissen, wer die Oma ist. Und deswegen kommt dann... Ist es auch nachvollziehbar. Ne, kommt dann die Königin dann dazu. Und dann fängt die an und baut das Volk immer weiter auf. Am Anfang, das kannst du sehen, da sind noch so ein paar dazwischen, die sind nur 2-etagig. Sind die halt nur in einer Kiste. Oben drauf steht immer eine leere, wo Futter drin liegt. Also eigentlich ist das Volk jetzt immer in 2 hier bei denen und da hinten nur in 1. Und sobald die voll ist, dann kriegen die nächste Etage. Unsere Völker bestehen immer, so wie dieses da, aus 2 Etagen. Ja, so gehen die auch in den Winter. Oben die Zarge, die draufsteht, also Zarge nennt man so eine Etage, die ist dann entweder fürs Arbeiten da, wenn ich da füttern möchte oder wenn ich behandeln möchte gegen irgendwas. Und ein Honigraum, der kommt auch oben drauf und dann kommt aber zum Herbst hin alles wieder runter. So, ich hole dir mal die Kiste hier hin. Dies ist so eine Hochzeitssuite. Mhm. So ein paar vereinzelte Königinnen haben wir momentan noch hier. Das sind meine Reservekönigin, wenn im Winter mal was schief geht. Dann kann ich dann noch. Für den Notfall. Genau. Also diese hier hat mir sehr gut gefallen, deswegen die wird auch von hier noch weg. Die kommt zu mir nach Hause. Ich habe zu Hause noch einen Stapel. Wenn wir bei Tag 1 sind, dann ist so eine Kiste, da kippe ich eine Tasse Bienen rein. Die bleiben ein paar Stunden stehen und merken, ich habe keine Königin mehr. Dann wollen die eigentlich eine Königin annehmen. Normalerweise würde ein Volk immer eine fremde Königin umbringen. Die natürliche Art und Weise für dieses Volk wäre, es würde sich selbst eine Königin machen, die irgendwann schlüpft aus so einer Königinzelle. Geht ja nicht mehr. Ich habe ja schon eine Königin, die ist ja schon im Brutkasten geschlüpft. Die muss jetzt aber da rein. Dann gibt es dann hier aus dem Laborbedarf hier so kleine, ich weiß gar nicht, wie die sich nennen. Ich sag mal Mini-Reagenzgläser. Werde ich recherchieren. Die haben hier unten eigentlich eine Spitze dran, die schneide ich ab. So. Da kommt dann eine ganz dünne Wachsplatte drauf mit einem ganz kleinen Loch, damit die Luft kriegt. Dann stecke ich die Königin da rein und hänge dieses Ding hier von oben durch die Folie da rein. Damit ist das für die Bienen, die da drin sind, eine Zelle. Und die Königin, die neue, von mir gezüchtet, aus meiner Brutmaschine, schlüpft jetzt quasi in diesem Volk. Und das Volk sagt, hey,
die ist bei uns geschlüpft, das ist unsere. Ging zwar ein bisschen schnell, aber wir nehmen sie. Ein bisschen diabolisch, aber eine gute Sache und schon irgendwie... Also, wenn man das kleine Einmaleins, das System der Bienen verstanden hat, kann man relativ viel da reinfuschen. Mhm. Man muss, weiß ich nicht. So, das ist die Variante. So, und dann machen wir jetzt das Ding mal auf. Die Folie hier oben, die muss nicht drauf, ist eigentlich immer so als Backpapier. Wie du siehst, jetzt wenn es zum Herbst hingeht, das hier oben, was da drauf ist, ist feinstes Propolis. Mittlerweile, ich glaube, Kilopreis bei nahe 200 Euro, ist richtig rattig teuer. So, hier ist so ein kleiner Kasten drin, da kommt Futter rein, den haben die jetzt zugebaut. Das ist alles natürlich gebaut, da habe ich denen ein bisschen geholfen. Und hier kommt dann flüssiges Futter rein und die Bienen gehen dann hin und bauen dann halt Samen daraus. So, jetzt haben wir mal vorne an, wir können hier, ich hoffe, die... Ja. So, guck. So, auf dieser Wabe kann man jetzt zum Beispiel sehen, das Gelbe da unten, das sind Pollen. Wir haben jetzt relativ viel Pollen eingesammelt. Da hinten ist ein Maisfeld. Mais bringt eigentlich für die Biene gar nichts, bis auf Unmengen Pollen. Und den schleppen die dann da rein. Die Bienen so ein bisschen wegschieben. Das ist eine Mischung aus Pollen und Honig, so wie das jetzt da drin ist. Also ist dieses Perga, dieses Bienenbrot, nennt man das. Wenn man die Wabe jetzt einfriert durch einen Häcksler jagt, dann kann man tatsächlich dieses Stückchen da rausholen und so als Nahrungsergänzungsmittel essen. Hier haben wir noch was Besonderes zu der Jahreszeit. Da, der kleine Dicke, dieser hier, mit den großen Augen. Tja. Das ist eine Drohne, das ist ein Männchen. Ja, jetzt. So, da ist also noch eine Drohne. Drohnen sind zu dieser Jahreszeit wirklich ein aussterbendes Ding. Also die Bienen nehmen die Männchen, die Drohnen nicht mit durch den Winter. Ne? Die werden jetzt kurz im Herbst, werden die alle gekillt und rausgeschmissen. Hier ist jetzt nur noch eine drin, weil die Königin relativ jung ist. Dann, ne, solange wie die noch Drohnen brauchen, weil die wissen, wir haben noch eine junge Königin, dann ist das was anderes. Aber ansonsten schmeißen die die raus. Und wie du siehst, also ich habe jetzt hier nicht mal irgendwie Rauch oder irgendwas angeschmissen. Also die sind da eigentlich... Die sind sehr entspannt. Ja. Ja. So, da haben wir die Königin. Kannst du die sehen? Mhm. Das ist sogar einigermaßen scharf. Ja, guck. So, die ist jetzt gerade noch kräftig am Futtern. Wenn du hast, sag mal Bescheid, dann machen wir was. Ich hab. So, jetzt bist du live dabei bei der Krönungszeremonie einer Bienenkönigin. Kannst du deinen Urenkel noch von erzählen? Oh ja, wird schwierig, aber ich versuch's. Ja, dafür haben wir einen Trick. Dieses Jahr ist die Farbe gelb angesagt. Also alle Königinnen, die dieses Jahr schlüpfen, sind gelb. Mhm. Und das ist hier so ein kleines Hilfsmittel für den Imker. Da habe ich sogar ein Video von dir zugesehen. Ja. Werde ich natürlich auch direkt verlinken. So, schnappen wir uns die Königin, dann kommt die da rein. Deckel drauf. Kurz Farbe. So, ich halte da gleich hin. So. Das ist die Königin hier drin. Die können wir jetzt zwangsfixieren. Ich drücke jetzt ganz langsam immer weiter zu. Und das ist ein Keil. Sie läuft also jetzt in die Mitte rein. Jetzt kann sie nicht mehr weg. Und jetzt komme ich mit dem Stift mit Farbe. Das war's. So, und jetzt lassen wir die sofort wieder frei, dass sie trocknen kann. Und dann. Im Endeffekt ist das ein ganz normaler Nagellack. Nur wenn man da Biene draufschreibt, dann kann man den für einen zehnfachen Preis verkaufen. Deswegen ist das spezieller Bienenlack. Kenne ich von Technikartikeln. Ja. Boot ist genauso. Kauf eine VA-Schraube, kostet 80 Cent. Ach, du brauchst sie für Boot, kostet sie 3 Euro. So, jetzt haben wir die Biene hier drin. Jetzt müssen wir ein bisschen pusten, damit der Gestank von dem Lösungsmittel weggeht. Sonst kann dir das passieren, dass diese Bienen, die da drin sind, ihre Chefin nicht wiedererkennen. So. Weil sie auf einmal nach Lack riecht und nicht mehr nach Genau, Bienen. Und dann würden die innerhalb von Sekunden umbringen. Also so wie Biene Maya, so ein Gemüt haben die leider nicht. Die sind da relativ... So, und jetzt lassen wir sie einfach wieder da reinlaufen. Ne? Hoffentlich war es schnell genug. Drin bleiben. So, weg ist sie. Guck, so, richtig was erlebt hat. Ja, sehr schön. So, dann machen wir den Deckel wieder zu und dann stellen wir die wieder auf ihren Platz. Weil die Bienen, die jetzt unterwegs sind, die kreisen da hinten nämlich jetzt schon und warten darauf, dass sie wieder in ihre Bude können. Die sind jetzt sozusagen zur Rekonvaleszenz wieder hier. Ja, die haben wir jetzt aus den Blüten zurückgeholt
Und jetzt bekommen die halt ihr Winterfutter, werden ganz langsam immer schwerer gefüttert. Jedes Volk braucht bei uns so 25 Kilo Futter im Winter. Die müssen wir jetzt ganz langsam einfüttern. Mal vorsichtig guten Tag sagen. Guck, und hier oben steht dann so eine Schüssel drin. Die ist jetzt, die habe ich gestern Abend noch voll gemacht. Die ist jetzt schon wieder trocken, ne? Trocken und sauber. Also die Bienen arbeiten da ganz gut dran. So, das ist hier quasi so dieser Arbeitsraum, den wir da immer haben. So, so würde jetzt das normale Volk durch den Winter gehen. Deckel drauf, fertig. Ne? Das ist jetzt halt nur, weil wir noch arbeiten, noch sind diese leeren Kästen da drauf. Ich habe die im Moment auch ganz gerne draufstehen, wenn der tagsüber wirklich über 30 Grad wird. Ja. Dann hast du oben so ein bisschen Puffer. So, dann gucken wir mal, ob sie uns ranlassen, ob sie uns was zeigen. Ja, das klebt jetzt alles schon, weil ich da echt jetzt schon bestimmt 3 Wochen nicht mehr reingeguckt habe. Die Bienen brauchen nämlich im Moment alles, nur keinen Imker. Brauchen halt dann wollen Futter. Wir sie auch nicht lange stören. Ja, ist gut. Wir gucken mal, ob wir ein bisschen was vom Brutnest sehen. So. Das hier war eine Drohnenwabe. Da ist auch die komplett alleine gebaut von den Bienen. Da sind Drohnen rausgeschlüpft. Da sieht man daran, dass das erstmal ganz große Zellen sind. Die haben wir ja gerade gesehen. Die Drohnen, die Männchen sind dicker und größer. Die brauchen größere Zellen. Und ja. Jedes Mal, wenn eine schlüpft, wird so ein Wachs dunkler. So sieht er aus unbebrütet und so sieht er aus, wenn schon ein paar geschlüpft sind. Jetzt zum Winter hin packen die da Futter rein. Sollen sie auch, ist kein Problem. Im Frühling schmeiße ich dann halt das leere Ding raus. Dann wird eingeschmolzen, da machen wir unser Wachs raus. Unter anderem auch für Kerzen und Mittelwände und alle solche Sachen. So, hier haben wir dann schon ein bisschen Brut. Dieses hier, das sind so Zellen, die hätten im Sommer das Potenzial, da irgendwann mal eine Königin nachzuziehen. Dann legt die Königin da ein Ei rein und dann werden die aber auch noch größer gebaut. Die sind dann so richtig, richtig lang. Jetzt ist das einfach nur Spielerei und deswegen heißen die jetzt auch Spielnäpfchen. Kannst du vielleicht schon Spielnäpfchen? Unten, genau, kannst du von unten mal reingucken. Die müssten jetzt von innen relativ matt und stumpf sein. Später, wenn die ernst wird, dann fangen die an, diese Dinger von innen zu polieren. Dann sind die wirklich auf Hochglanz poliert und dann kommt da irgendwann ein Ei rein. Guck mal, hier ist ganz dunkel. Die haben sogar tatsächlich noch Honig eingetragen. Das ist kein Futter. Mein Futter ist durchsichtig. Mhm. Tatsächlich. Haben sie irgendwo noch was gefunden? Ja, jetzt zu dieser Jahreszeit ist eigentlich nur noch Efeu. Efeu ist so das letzte, was blüht. Die haben die letzten Tage wirklich viel Pollen reingebracht. Siehst du, da ist Futter zum Beispiel. Ne? Ja. Ganz normal. Durchsichtig glänzend. Die Kunst an der Imkerei ist, so viel zu füttern, dass sie dir über den Winter nicht verhungern und im Frühling dann auch wirklich das restliche Futter rauszunehmen, bevor der Honig gemacht wird. Ja, wer will denn schon das Bienenfutter im Honig haben? Das ist im Moment noch gar nichts. Muss mal gucken, wo sie denn, ob sie in dieser Etage überhaupt noch Brut haben oder ob sie jetzt komplett runtergegangen sind. Natürlich ein bisschen blöd. Da ist Brut. So. Hier haben wir jetzt ein schönes Brutnest. Das sind Zellen, da sitzen Bienenlarven drunter. Die verpuppen sich und irgendwann beißen die diesen Deckel auf und dann kommt eine junge Biene raus. Dieses zum Beispiel ist eine junge Biene. Die ist noch gelb und flauschig, so wie Maya. Und wenn die später älter werden, dann verlieren die diese Fusseln. Dann werden die fast schwarz. Und ganz schlimm sind die, die zum Nachbar fliegen und da irgendwas klauen. Oh. Die kriegen regelmäßig auf die Schnauze, dadurch fallen die Haare aus. Die sind dann wirklich pechschwarz. Ein bisschen wie Zorro. Das sind dann quasi die Rambos, ne? Ja, genau. So, das ist alles schöne Brut. Eier sehe ich jetzt momentan keine. Wir gucken mal auf der anderen, ob ich die mal zeigen kann. Die sehen also aus wie ganz, ganz winzige Reiskörner. Und mit ganz viel Glück. Da ist auf jeden Fall irgendwas los. Ja. Da kannst du zum Beispiel jetzt die Larven sehen. Ne? Die sind jetzt so ein paar Tage davor, dass da
irgendwann das Deckelchen drauf gemacht wird, dann drehen die sich noch einmal und stecken dann quasi so als Stecklarve da drin. Jetzt sind sie momentan noch Rundlarven, wenn sie noch so rund liegen. Da haben wir eine ganz frisch geschlüpfte, die hat sogar noch diese Pelle auf den Augen, die ist noch diese da, die kann auch gar nicht richtig laufen. Also ganz flauschig, verklebt, wie so ein Küken aus dem Ei, gerade noch, ist noch nass, muss erstmal aufplustern. Jo, mal gucken.